Was ich heute zeige, ist, warum man auch in der kalten Jahreszeit in seine Bienen reinschauen soll. Ich habe hier mein Balkonbienenvolk. Das ist eigentlich nur meine Königin-Prototyp-Beute gewesen, der Homehive-Modelle. Und eigentlich sollte dieses Bienenvolk als stille Reserve dienen. Das heißt, wenn irgendeinem Kunde oder bei meinen eigenen Bienenständen so eine Königin abhanden kommt, dann kann ich hier meine Ressource rausholen. Das heißt, das Volk vereinigen und die Königin dann in ein bedürftiges Volk geben. Und ich wollte das jetzt gerade eben durchgucken. Ich habe das auch schon durchgeschaut und dabei gemerkt, stopp, ich baue es wieder zusammen. Das muss ich hier auf Band bringen für die Hobby-Imker und eigentlich auch für jeden anderen Menschen, der die Meinung vertritt, man soll die Bienen bloß im Winter in Ruhe lassen. Nur hier ein kleines Gedankenspiel. Hätte ich heute nicht durchgeschaut, im November, 7. November, dann wäre dieses Bienenvolk definitiv tot im nächsten Jahr. Warum? Das zeige ich euch jetzt. Bei so einem kleinen Bienenvolk, da nehme ich jetzt tatsächlich meine Zigarette. Da mache ich jetzt nicht einen Smoker an. Ich gehe vielleicht auch gleich auf die Wabe los, die ich da vorhin gesehen habe, um euch auch gleich zu zeigen, was hier passiert ist. Die Wabe war es nicht, die Wabe war es, glaube ich. So. Nein, es war die Nachbarswabe. Ne, es war doch die. Okay. Also, das gelernte Auge. Ich kann jetzt schon sehen, was hier passiert ist. Ich muss nur ab und zu mal rüberschwenken mit meiner Kamera, weil ich mir gar nicht sicher bin, ob sieht man hier das auf dem Kamerabild. Ja, Moment, ich muss tatsächlich das Handy jetzt mal hier hinlegen, sonst weiß ich nicht, ob ihr auch meinen Blick habt. Also ihr seht, dass wir hier aufgebissene bzw. geschlüpfte Weißelzellen haben. Hier ist noch mal eine, einmal, zweimal, dreimal, viermal. Was bedeutet das im Konkreten? Dieses Bienenvolk hat umgeweißelt. Kurz vor knapp. Das ist genau die Zeit, wo die meisten Bienenhalter, Berufsimker etc. nicht mehr in ihre Völker gucken. Ich betone, es geht nicht darum, ob man guckt, sondern es geht nur, wie man guckt. Und wenn man das richtig tut, kann man das auch in der kalten Jahreszeit. Das verhindert nämlich, dass wir solche Probleme nicht erkennen können. Also nur durch Gucken können wir ja auch wirklich sehen, was hier passiert. Und dieses Bienenvolk braucht ganz schnell eine neue junge Königin. Meinetwegen auch eine ältere Königin, aber ohne Königin wird das Volk jetzt nicht schaffen. Und bevor ich jetzt hier eine neue Königin reinsetzen kann, muss ich aber jetzt erst die junge, geschlüpfte, unbegattete Königin hier suchen. Die muss ich auch abtöten, weil sie wird nicht mehr dieses Jahr begattet. Und im schlimmsten Fall legt sie mir hier unbegattete Eier rein. Das nennt man dann Drohnenbrütigkeit. Oder aber auch die Bienen killen gleich wieder ihre Königin, versuchen sich dann mit den paar unbegatteten Eiern dann eine neue Königin zu ziehen, was sowieso nicht funktioniert. Also suchen wir jetzt unsere geschlüpfte neue Königin. Ich hoffe, ich habe die gleich, bei mir ist nämlich auch schon kalt. Königin ist genau hier. Und das ist eine junge, unbegattete Königin im November. Mist. Naja, das war jetzt fürs Video völliger Schwachsinn. Die Königin ist nämlich gerade runtergeflogen. Meine Finger waren da auch gerade echt eingefroren, die ist gerade hier rein. Hoffentlich sehen wir sie gleich wieder. Ich hab sie. Hier läuft sie. Also ich habe jetzt vielleicht deswegen diesen schlechten Griff gemacht, weil ich euch ursprünglich die Königin auch wirklich zeigen wollte.
ohne Bienen. Sonst hätte ich sie nämlich sofort runtergedrückt. Also so eine junge Königin ist... Mal gucken, wo ist denn die Kamera? Hier. Ne? Wo ist sie denn? Da. Genau hier, okay. Ja? Das ist gar nicht so einfach hier mit dieser Kopfkamera. Also das ist eine junge, unbegattete Königin. Und hätte ich die jetzt nicht rausgenommen aus dem Bienenvolk, das ganze Volk wäre verreckt. Weil so eine Königin ist ja nicht mehr begattet. Ne? Die würde sozusagen dann unbefruchtete Eier ablegen. Und daraus entstehen dann nur die Männchen. Wenn man das im Frühling hat, ist es voll buckelbrütig. Uns bleibt hier keine andere Wahl, wie die Königin abzutöten und mit einer neuen Königin die funktionsfähig zu ersetzen. Wenn ihr eine Königin tötet, bitte schnell und schmerzlos. Heißt hier Daumen nehmen und Zeigefinger und Thorax und Kopf einklemmen. Und dann zack, der Guillotine-Effekt. Der Hinterleib, der pumpt jetzt noch, aber das Tier ist mausetot und ich verbuddel das auch nicht, weil das ist ja bekanntlich Vogelfutter. So, da darf sich doch ein Vogel drüber freuen. Also Gott sei Dank konnte ich das Bienenvolk jetzt nochmal durchsehen. Jetzt haben wir allerdings das Problem, dass ich heute nicht vereinigen kann. Deswegen, weil jetzt haben wir ja noch die Königin-Pheromone in dem Haarkleid der ganzen Bienen drin. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich vereinige jetzt sofort und tue die Königin in den Käfig, lasse die morgen raus. Ist bei diesen Temperaturen, wir haben gestern Nacht das erste Mal Frost gehabt, nicht so angebracht. Deswegen lasse ich die jetzt erstmal weiß loswerden. In 24 Stunden haben die Bienen hier die Königin-Pheromone aus ihrem Haarkleid draußen und dann kann ich morgen, ich mache euch da wieder ein Video, ich kann dann morgen einfach hier diese Königin mit ihren Bienen hier vereinigen, ohne Käfigen, ohne Folie, ohne Zeitungseinlagen. Wie das klappt, zeige ich morgen. Gestern haben wir die Königin von diesem Bienenvolk entnommen. 24 Stunden später ist das Volk weißellos und bereit, speziell jetzt bei Minusgraden, eine neue Königin und Bienen auch komplett ohne Zeitungseinlage oder Käfigen der Königin anzunehmen. Wie das geht, will ich euch hier zeigen auf Band. Wir haben jetzt übrigens 4 Grad Celsius, das heißt, bei der Aktion muss ich mich hochgradig konzentrieren. Deswegen möchte ich an der Stelle jetzt auch gar nicht so viel reden, dass wir hier auch zügig vorankommen. Und ich denke, meine Handgriffe sind ja auch, sag ich mal, über die Optik erkennbar. Da brauche ich jetzt gar nicht so viel dazu erklären. Auf jeden Fall erstmal den Deckel auf. Auch die Folie muss weg. Oh, genau. Das ist das, was nicht passieren darf. Weil wenn Bienen einzeln sind, dann können die sich eben nicht warm halten. Deswegen gilt bei der Vereinigung oder generell bei Arbeiten um die Jahreszeit oder in den Temperaturen, dass man eben möglichst gar nicht erst einzelne Bienen verteilt. Die sollen alle dicht zusammenbleiben, dann kann man mit denen auch bei Minusgraden arbeiten. Okay, hier wird es denkbar einfach, weil das ganze Bienenvolk sitzt hier im oberen Bereich. Hier unten ist gar nichts mehr vorhanden. Ich überprüfe das trotzdem nochmal. Ja, also hier haben wir wirklich nur noch einen Honigraum mit den Honigwaben drauf. Und hier oben ist sozusagen unser Bienenvolk. Okay. Gut, dass sie jetzt nervös sind, das ist normal. Wir entkernen jetzt das Bienenvolk Stück für Stück. Die will mich stechen. Also weil da gerade eben bei der Vereinigung die Bienen auffliegen, mache ich jetzt hier einen kleinen Trick und schüttel die nicht mehr oben rein, sondern die schütteln wir jetzt direkt in die Kiste rein.
Zum Beispiel, das hier ist eine bessere Ecke. Dann können die nämlich nicht mehr so auffliegen. Ja, seht ihr? Also das hat jetzt definitiv besser funktioniert wie meine Methode gerade eben. Das ist übrigens das letzte Jahr, dass ich überhaupt so eine Kiste auch bewirtschafte, weil die nächsten Königinnenbeuten sind ja alle in meinem Homehive-System drin. So, wir haben jetzt hier unsere Königin. Die hat keinen Punkt, aber sie ist definitiv begattet und legt Eier. Die Brut bleibt ganz absichtlich hier in dem Volk. Die wird nachher rausgeschnitten und dampfgeschmolzen, weil alle restlichen Varroa-Milben sind größtenteils hier in der Brut drin. Die wollen wir nicht übernehmen, das Volk. Hier ist unsere Königin. Die Königin soll ja wieder direkt zum Bienen. Ich lasse die auch wirklich direkt hier reinlaufen. Okay, sieht gut aus. Abklopfen. Also bis jetzt habe ich übrigens hier noch gar keinen Bienenstich bekommen. Die schlechten Waben hier übrigens, alle schwarzen Waben, alle kaputten Waben, alle Drohnenwaben werden eingeschmolzen. Und die guten Waben, die kann ich nochmal nächste Saison im Frühling einsetzen, als Übergangsphase, bis dann das Königin-Homehive auch wirklich marktreif ist. So, wunderbar. Also die Aktion hat hier total gut funktioniert. Die Bienen da unten, die werden alle hochkrabbeln. Das schaffen die noch. Die Königin sieht auch angenommen aus. Und jetzt machen wir doch hier einfach mal wieder zu. Und man sollte tatsächlich jetzt nochmal das ganze Bienenvolk in knapp einer Woche überprüfen. Die Königin wird vermutlich hier nochmal ein paar Eier legen.